محمد صلى الله عليه وسلم sagt, يبيع دينه بعرض من الدنيا. Er verkauft sein Jenseits für einen kleinen Anteil dieser Dunya. Und subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der seine Umma geliebt hat, er hat uns über alles informiert, was uns ins Verderben stürzen könnte. Und er ist der Prophet am Tage der Auferstehung, während die Menschen zu den anderen Propheten erstmal gehen werden. Zu Adam a.s., zu Nuh a.s., zu Jesus und zu Moses. Sie werden alle sagen, Nafsi, Nafsi, heute zähle nur ich, meine Seele zählt heute nur. Heute kümmere ich mich um keinen anderen Menschen. Aber wenn die Menschen zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen, sagt der Ummati, Ummati, ana laha. Ich bin dafür, ich werde meiner Umma eine Fürsprache leisten und er wird ein gutes Wort bei Allah subhanahu wa ta'ala einlegen, welches Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine ihm in dieser Weise erlauben wird. Liebe Brüder und Schwestern, genau dieser Prophet, der uns so liebt und uns vor allem gewarnt hat, was uns in Verderben stürzen könnte, hat gesagt, inna li kulli ummatin fitna, wa fitnatu ummati al-mal. Wahrlich. Jede Umma, jede Nation hat eine Fitna, hat eine Versuchung. Und die Versuchung in meiner Umma ist das Geld. Fluss, Masari, Para, nenn es wie du willst. Nenn es wie du es willst. Es ist das Geld, liebe Brüder und Schwestern. Und subhanallah, dabei gibt es eine klare Überlieferung, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, warum er uns das Geld gegeben hat. يقول الله تبارك وتعالى إن أنزلنا المال لماذا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة سبحان الله. Wir haben das Geld herabgesandt, euch gegeben, euch als eine Gnade gegeben, damit ihr was? Damit ihr das Gebet verrichtet und die Zakat, die Pflichtabgabe entrichtet. Nur dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala uns das Geld gegeben. Wie können wir diese Überlieferung verstehen? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Geld als ein Mittel gegeben, um damit die Gehorsamkeit zu ihm zu vollziehen. Du brauchst Essen und Trinken, damit du kräftig bist im Gebet? Bitteschön, kaufe mit dem Geld zu essen und zu trinken. Darf ich mir auch einen Döner kaufen? Ja. Ess und trink von Halal, aber vollziehe das Gebet. Und entrichte die Zakat. Allah hat dir Vermögen gegeben, dann gib ihm was davon. Geh heute zu einer Person und sag ihm, Achi, ich schlage dir ein wunderbares Geschäft vor. Ich gebe dir 100.000 Euro. Bist du bereit, von dem Geld, was ich dir schenken werde, mir 500 Euro abzugeben? Ich schenke dir 100.000 Euro. Bist du bereit, mir von diesen 100.000 Euro 500 Euro zu geben? Die meisten sind nicht dazu bereit. Tayyib, wir haben doch Vermögen. Wer hat uns das Geld gegeben? Allah. Und er möchte nur einen kleinen Anteil, dass du diese Gier von deiner Seele wegmachst, damit du den anderen Menschen hilfst, den armen Menschen. Und Wallahi, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir nicht so geizig wären, wenn wir alle diesen Anteil vollziehen würden, keine arme Seele würde es auf der Welt geben. Keine arme Seele. Aber schaut mal, während andere Menschen so dünn sind, dass du sie als erwachsene Person mit einer Hand tragen kannst, gibt es andere Leute, da hilft kein Bagger, um sie zu tragen. Ich habe gesehen im Fernsehen, eine Frau, 270 Kilo, bei einer Körpergröße von 1,60 Meter. Subhanallah, liebe Brüder und Schwestern. Es gibt Krankheiten, richtig, aber diese Leute, die waren nicht krank. Die wollten einfach mal 15 Pizzen am Tag essen und 10 Kartoffelchips-Tüten. Ist das ein Problem, auch seinen Geschwistern etwas abzugeben? Und wenn du Geld hast, du kannst es ausgeben. Hab auch Freude daran. Genieße es, aber vergiss die anderen Leute nicht. Vergiss Allah subhanahu wa ta'ala nicht. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und derjenige, der seine Seele von der Habgier entfernt, fernhält, das ist der, der erfolgreich sein wird. Sind wir bereit, etwas von dem Geld, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat,
abzugeben, liebe Brüder und Schwestern, oder lieben wir nur uns selber? Das Geld ist eines der Gründe, warum viele Allah subhanahu wa ta'ala vergessen haben. Viele von den Muslimen beten Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig an, weil sie dieser Dunya hinterherlaufen. Es gibt eine Überlieferung, ein Hadith Qudusi, der umstritten ist. Manche Hadith-Gelehrten sagen, er ist authentisch, andere sagen, er ist schwach, liebe Brüder und Schwestern, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Yabna Adam, tafarrag li'ibadati, amla qalbaka ghina. O Sohn Adams, o Mensch, wende dich der Gehorsamkeit, der Anbetung zu mir zu, so werde ich dein Herz mit Reichtum füllen. وَأَمْلَى يَدَيْكَ رِزْقًا. Und ich werde deine Hände mit Rizq füllen. Das heißt, ich werde dich versorgen. Ich werde dich versorgen. Warum? Weil du mir gegenüber gehorsam bist. Und er sagt, يَبْنَا آدَمْ لَا تُبَاعِدْ مِنِّي. O Sohn Adams, entferne dich bloß nicht von mir. فَأَمْلَى قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَى يَدَيْكَ شُغْلًا. Entferne dich bloß nicht von mir, so werde ich dein Herz mit Armut füllen. Wird er arm sein? Nein. Er wird vielleicht Geld haben, aber sein Herz wird mit Armut gefüllt. Und ich werde dich beschäftigt machen, so dass du sinnlos umherirrst. Manche denken, dass wenn sie viel Geld haben, liebe Brüder und Schwestern, dass sie ewig leben werden. Ewig leben werden. Oder zumindest haben sie eine Hoffnung darauf. Das gab es schon damals bei den alten Ägyptern. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Wenn sie gestorben sind, dann haben sie sich mit ihren Schätzen begraben lassen. All das Gold und das Silber, was sie besessen haben, wurde in ihren Gräbern reingetan. Wer hat Freude daran gehabt? Die Armen. Als sie gewusst haben, das Gold ist unter der Erde, haben sie das irgendwann rausgenommen und sind damit abgehauen. Aber ist diese Person, der sich mit dem Gold und mit dem Silber begraben lassen hat, wieder auferstanden? Und es gibt solche Leute heute. Es gibt solche Leute heute. Er sagt dir, ich lasse mich einfrieren. Warum? Er hofft, dass er irgendwann mal, dass es irgendwann eine Zeit gibt, wo er einfach aufgetaut wird. Als ob er eine Tiefkühlpizza ist. Gestern eisig und heute locker und frisch. Subhanallah. Schaut mal, diese Abgeirrtheit mancher Menschen, liebe Brüder und Schwestern. Wie schlimm das ist, wie schlimm das ist, dass manche Leute dieses Gefühl bekommen, dass sie ewig leben durch ihr Geld. الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا. Derjenige, der sein Geld sammelt und zählt. Kennt ihr diese Leute? Sie haben einen übergroßen Genuss dabei, ihr Geld zu zählen. Jede Woche zu einem bestimmten Zeitpunkt, als ob das eine Ibadah wäre, zählen sie ihr Geld. Er schließt sich ein im Zimmer, dann geht er zu seiner kleinen Schatztruhe, öffnet sie, kriegt Riesenaugen und fängt an, das Geld zu zählen. Und jedes Mal, wenn es sich vermehrt hat, ist er glücklicher, trügerischer Genuss natürlich, liebe Brüder und Schwestern. Subhanallah, das hatte so ein Ausmaß, bis eine Person im Gebet stand und sein Geld gezählt hat, mitten im Gebet. Mitten im Gebet. Könnt ihr euch das vorstellen, liebe Brüder und Schwestern? Hier seht ihr, welche Fitna dieses Geld besitzt. Und der Mensch, er wird ungerecht, wenn er Vermögen ansammelt. Wir wissen das. Je mehr Geld er hat und je größer seine Stellung in der Gesellschaft, umso ungerechter wird er. Er übt diese Position nicht zum Nutzen der Leute aus und nicht um Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam zu sein. Nein, er wird andere Leute dadurch unterdrücken, nur weil er Geld bekommen hat, welches eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Allah azza wa jalla sagt, Kalla inna al-insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Aber nein, keineswegs. Der Mensch, er überschreitet doch die Grenze. Wann? Wenn er sich reich sieht. Kennt ihr diese Leute, die viel Geld haben und denken, die ganze Welt liegt ihnen zu Füßen und ungerecht werden? Und diejenigen, die heute das Geld besitzen, liebe Brüder und Schwestern, Wallahi, sie können es morgen nicht mehr besitzen. Denn Allah, der uns das Geld gibt, ist derjenige, der uns das Geld nimmt. Aber Subhanallah, liebe Brüder und Schwestern, ihr werdet gleich richtig hören, es gibt Leute, sie beten das Geld an. Wallahi. Sie beten das Geld an. Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran,
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ Siehst du denjenigen, ja Muhammad? Und wir sollen auch Aufmerksamkeit auf diese Person haben, der sich sein Gelüst zu Gott genommen hat. Sein Gelüst ist egal in welcher Weise. Einer nimmt sich sein Gelüst zum Gott, er strebt nach dem Geld. Der andere strebt nach Frauen. Der dritte strebt nach Autos. Der vierte strebt nach Videospielen. Subhanallah. Jeder hat sein Gelüst. Und aufgrund dieses Gelüstes lässt man die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Nichts ist einem wichtiger, als dieses Gelüst zu vollziehen. Und diejenigen, die dieses tun, sie sollen eine Sache wissen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham. Dinar und Dirham sind Geldwährung. Elendig zugrunde gehen soll der Diener des Geldes, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diener Allahs, wen betest du an? Allah oder dein Geld? Sei ehrlich. Und Wallahi, wenn du ehrlich bist, dann kannst du dich auch verändern. Liebst du das Geld mehr als die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala? War dieses der Fall, dann bereue schnell bei Allah subhanahu wa ta'ala, auf dass du nicht zu denjenigen gehören magst, zu denen Allah subhanahu wa ta'ala sagt, siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat, und man wird dann in der Hölle verbrannt werden mit dem Gott, den man angebetet hat. Möge Allah uns bewahren. Was?